Herzlich und willkommen in unserer Backstube. Heute gibt es einen Käse-Bananenkuchen. Dann beginne ich auch schon mit dem Vorstellen der Zutaten. Und zwar habe ich hier etwas Salz, Tonkabohne, Zitronenzeste, saure Sahne, Zucker, Quark, Sahne, Dulce de Leche, Mehl, Eier, Butter, Puddingpulver und eine fermentierte Banane. Als erstes beginne ich mit dem Teig, und zwar packe ich da das Mehl rein. Wie viel? Das sind 200 Gramm. Dann den Zucker und die Butter wird oben drüber geflockt. Und natürlich noch eine Prise Salz, nicht zu vergessen. Ich mixe den Teig langsam. Scheiße. Und jetzt knete ich den ganzen Teig nochmal zu einer Masse. Dann beginne ich jetzt den Teig in die Springform mit einem Blech hier unten ausgelegt einzukneten, füllen oder was auch immer. Keine Ahnung, wie man das am besten sinnvoll macht. Ich habe jetzt den Teig komplett auf die Backform verteilt und jetzt kommt direkt auf den Teig die Dulce de Leche. Den Kuchenteig habe ich jetzt mit der Dulce de Leche angestrichen. So ungefähr, dass man halt noch einen kleinen Rand nach oben hat. Der nächste Schritt wird sein, die Quarkcreme herzustellen. Das heißt, das kommt alles, fast alles, in die Schüssel hinein. Alles bis auf die süße Sahne kommt hinein. Banane sieht echt appetitlich aus. Die ist ja aufwärmen. Jetzt platzt es an der Seite auf die Scheiße. Sind diese fermentierte Banane hinein. Die Eier. Die Butter. Jetzt verrühre ich die ganze Masse. Dann wird die Sahne steif geschlagen. Die Sahne ist steif geschlagen und wird jetzt unter diese Käsecreme gehoben. Damit das so eine luftig lockere Käsecreme gibt. Die ganze Mixtur darf dann auch schon in die Springform hinein gegossen werden. Der Kuchen darf jetzt in den vorgeheizten Backofen rein. Wie lange? Ungefähr so eine Stunde, würde ich jetzt mal behaupten. Bei 200 oder 180 Grad. Der Kuchen ist jetzt fertig und jetzt werde ich ihn mal anschneiden. Machst du echt sehr schnell. Dankeschön. Fabian, kommen Sie mal rum zum Verknusen. Ich komme rum. Wie wir das Ganze machen. Mhm.
sehr flüssig. Ja, es ist weich und saftig. Das kann man das nämlich auch nicht. Weich und saftig, so nennt man das, okay. Ich stoße mal an. Wirklich? Ja. Also diese glibberige Konsistenz ist jetzt nicht so von Vorteil bei einem Käsekuchen. Finde ich gar nicht schlimm. Was mich mehr stört, ist, dass die Käsemasse irgendwie überhaupt nicht süß schmeckt. Schmeckt eher salzig. Ja, du hast doch den Zucker vergessen. Ja. Ja, für den ersten Käsekuchen war das schon recht gut, ne? Ja, für den ersten Käsekuchen ist es von der Konsistenz her nicht schlecht. Das war auch schon unser Käsekuchen-Video. Ich will ehrlich sein, die Füllung hat echt beschissen geschmeckt. Aber der Teig war gut. Man kann das wirklich mit dem Karamell so machen. Aber die Füllung bitte nicht nachmachen, wenn ihr da keinen Zucker reintut. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao!